Mein Name ist Bernd Zehner. Ich bin Koch, YouTuber, Unternehmer, Caterer, Foodie. Das ist das, was ich tue. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Ein weiterer Cinematic Food Guide. Wir machen Schweinefleisch mit Austernsoße. Guckt euch diesen Tisch an. Es geht los, es geht los. Ja. Ich bin bereit, komplett zu eskalieren. Oh mein Gott. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Ey, heute mal ein ganz anderes Video. Wir sind heute ein Tag im Leben von Bernd Zehner. Viele von euch haben gefragt, ey, was macht denn den ganzen Tag außer YouTube-Videos drehen? Ich zeig's euch, wir sind kurz hier bei uns im Laden im Areal 82. Das ist das Hauptquartier der Kochwerkstatt Wiesbaden. Yay, gute Morgen! Wow, da mein Großer. Was geht ab? Was hast du für eine geile Mütze an? Und der Kalle ist auch da. Guten Morgen, Kalle. Hast du gut geschlafen? Guck mal. So sieht es hier also morgens aus. Ja? Ja. Nadine und die Chefin. Ja? Die Damen kümmern sich hier, Chefin macht Chefin-Sachen und du machst alles, worauf Chefin keinen Bock hat, richtig? Genau. Ja. Die Janina ist Sales, verkaufst und bringst Kohle rein. Wichtige Frau. Guck mal, bei uns die Küchenchefin. Ne? So sieht die aus bei uns. Die sitzt hier und hat sich auch so ein bisschen muckelig eingerichtet. Und nicht umsonst stehen hier Füchse, weil Katrin ist unser größter Fuchs. Katrin, ich nehme an, der Mädchen ist schon am Frühstück machen? Hoffentlich. Ja, dann geh ich mal rüber. Ne? Einen wunderschönen guten Morgen, Mädchen. Spiegeleier. Ja, unbedingt. Salz, Pfeffer, Maggi, alles da. Den hast du tatsächlich gekauft in meinem ersten Livestream in der Hello-App, ne? Das ist korrekt. Das glaubt mir kein Mensch, dass das hier normal ist, was hier gerade passiert, aber es ist wirklich so. Okay, Mädchen, vielen Dank. Dann wünsche ich euch auch frohes Schaffen, ja? Und bis später. Es ist hier unser Equipment-Lager und Lebensmittellager, wo Kühlhäuser stehen. Im Catering ist es halt immer ein bisschen wild, ne? Das muss man ganz klar sagen. Weil du ziehst eigentlich jedes Wochenende um und nimmst aber nicht alles mit, was du hast, sondern lässt einen Teil hier, dann nimmst einen Teil mit, dann stellst du ihn wieder zurück. Es ist logistisch immer eine große Herausforderung. Wir sind tatsächlich ein Catering-Unternehmen, was also wirklich Essen bis zu 50.000 Personen macht. Also wir produzieren über die Woche im Cook-and-Chill-Verfahren. Das bedeutet, wir produzieren vor mit einem Schockfroster, kühlen wir das runter. Und unser großes Steckenpferd ist tatsächlich, das live auf den Veranstaltungen wieder zuzubereiten. Ne? Das ist so unser Ding. Ja, das macht Spaß, das ist sehr erfolgreich tatsächlich. Und so machen wir das halt. Ne? Aber ihr werdet es ja auf jeden Fall heute Abend noch mal sehen. Da fahren wir auch noch zu einer Event-Location von uns aufs Weingut Baltasares. Da haben wir quasi einen exklusiven Catering-Vertrag. Machen wir ein schönes Menü heute. Da gibt es auf jeden Fall noch was zu sehen. Auf geht's! Ich bin Koch seit eigentlich so fast 30 Jahre schon. Ne? Wir haben relativ früh schon Praktikas gemacht in der Küche und so. Und diese Struktur, dieser Stress, die Hitze, das alles, ich habe das innerhalb von wenigen Tagen einfach lieben gelernt. Und ich wusste ganz genau ab dem Zeitpunkt, dass das, was du machen willst. Sehr früh auch selbstständig geworden, mit Anfang 20 schon, beim Catering gelandet. Pandemiebedingt kamen tatsächlich noch ein paar YouTube-Videos dazu. Und was da draus geworden ist, sehen wir jetzt, ist relativ krass geworden. Ja? Über 100.000 Abos aktuell auf YouTube. Ich wollte anfänglich YouTube nur als Advertising nutzen. Das sollte eine Werbeplattform für unser Catering sein. Und habe mir gedacht, komm, ich schnapp mir einen Kameramann, der mich in meinem Alltag begleitet und den Menschen da draußen zeigt, was wir im Catering machen. Auf den Streetfood-Festivals, bei Veranstaltungen, die ganzen Events und, und. Und dann kam er zu uns und dann kam leider auch Corona. Und dann hatte ich einen festangestellten Kameramann und einfach keine Events, die wir besuchen konnten. Und dann habe ich gesagt, was machen wir jetzt? Und dann haben wir in unserer Kochschule angefangen, uns Mittagessen zu kochen. Heute eine neue Folge Streetfood at Home. Und diese Mittagessen, die wir uns gekocht haben, haben wir einfach aufgenommen. Und haben sie auf YouTube hochgeladen. Wir haben viel experimentiert, viel Quatsch gekocht und auch viele Faxen gemacht in diesen Videos. Und mehr hat es den Zuschauerkreis begeistert. Und insbesondere die asiatischen Gerichte, die mir irgendwie auch gelegen haben, wo ich Spaß dran habe, was wir gerne essen. Das haben wir gekocht, haben es aufgenommen, haben es hochgeladen und es war erfolgreich. Abo schon da? Ich höre gar nichts klingeln. Tim, hast du was gehört? Ich habe relativ früh als kleiner Junge schon im Frankfurt im Bahnhofsviertel irgendwie zum Business Lunch mit dem Opa gab es schon die ersten Peking-Suppen und eine frittierte Ente und dies und das. Und irgendwie hat mich das gecatcht. Ja? Ich mag genauso gerne deutsche Hausmannskost. Schnitzel, Zwiebeln, Pilze, Schinkenwürfel, Petersilie. Ich liebe italienische Küche. Wir kochen die Nudeln, da drin fertig. Aber weißt du, Emotionen, die kommen in Asien hoch. Und das ist halt, da geht es wirklich vom Sushi über die chinesische Küche. Ich liebe Vietnam und Thailand, was es auf dem Teller betrifft. Selten so excited, es sei denn, es wird asiatisch. Aber hier, ich glaube, das ist mit das Beste, was ein Schwein werden kann. Ich finde vieles gut, aber in Asien fühle ich mich daheim. Geil, Alter. Die sind Bombe. Boah, absolut ein Hochgenuss.
Voll viele Leute sagen, dem schmeckt immer alles dem Fettsack. Das kann doch gar nicht wahr sein. Ja, das ist traurig, wenn er echt so ein Ist-alles-gut-Typ ist. Weil, na gut, eben sahen die schon wieder so brötchenmäßig aus, die Buns. Da hätte ich gedacht, die können doch nicht schmecken. Aber Bernd, komm mir mal bitte einmal mit, das schmeckt nicht gut, damit ich dir was glauben kann. Ist doch relativ einfach. Wir zeigen einfach nichts, was nicht schmeckt. Das ist die grundlegende Erklärung dafür. Ja, und wir wollen ja natürlich auch nicht aufgrund unserer Reichweite irgendwelche Läden zerstören. Wir wollen nur geilen Scheiß zeigen, das ist wichtig. Und wenn es scheiße ist, kommt es nicht in den Film. Punkt. Das ist geil. Wie läuft so ein Videodreh ab? Das ist tatsächlich relativ ähnlich jedes Mal. Ich komme immer viel zu spät, dann bereiten wir uns vor. Roddy! Und dann drehen wir das auch meistens one take up, okay? Ja, passt. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, eine weitere Folge von Bakko. Das ist auch, glaube ich, so eine Sache, die so zu unserem Erfolg beiträgt, dass wir nicht Szenen, die jetzt nicht so gut sind oder wo ich mich verspreche, wo was runterfällt oder jemand Finger geschnitten hat, also wir schneiden es nicht raus, es bleibt alles drin. Alter, was für Scheiße. Oh. Okay, danke, tschüss. Die Authentizität, ne, das kann dich abheben vom Wettbewerb. Die Leute waren jetzt ja echt mal so richtig dabei, wie das ist, ne? wie wir das so machen. Und guck mal, hier ist nichts gefaked. Wir machen das, wir kochen es ordentlich und wir essen es auch gleich tatsächlich. Weil die Leute mal fragen, wer futtert das ganze Zeug? Guckt euch mal Admin an, da wisst ihr, wer das futtert. Und das sieht doch einfach auch geil aus. Also dieser Reisturm ist, glaube ich, der schönste, den wir hier gemacht haben. Ist so, gell? Das große Etappenziel hier im neuen Studio war natürlich, die 100.000 zu erreichen. Das haben wir jetzt geschafft, ja, Playbutton ist da. Ja, Mann! Die Idee war, wir machen dann einen erfolgreichen YouTube-Kanal. So, und das sage ich immer wieder. Und dann fragst du so, ab wann bist du denn erfolgreich? Wann bist du YouTuber? Und da sagen eigentlich alle 100.000 Abos, Playbutton. Und selbst YouTube sagt das ja auch. Ne? So, deswegen kriegst du ja den Playbutton. Und ich finde, jetzt haben wir auf jeden Fall ein großes Etappenziel erreicht. Das nächste muss die 250.000 sein, was die Abos betrifft. Natürlich auch kontinuierliche Steigerung der Views, den Mehrwert bieten, dass die Leute da Spaß dran haben, nicht einfach nur stumpf Content produzieren. Ja, und was unseren Content besonders macht, kann ich dir sagen, du kriegst nie einen anderen Bernd. Ich bin vor der Kamera ganz genauso, wie ich auch privat bin. Das magst du entweder oder du kannst es nicht leiden. Und ich kann beides verstehen, weil ich ja schon sehr extrovertiert, sehr laut bin, sehr direkt bin, manchmal ein bisschen derb, vielleicht auch so ein bisschen assi zwischendrin. Ja? Aber ich glaube, dass viele Leute sich da drin wiedersehen und ich kriege halt sehr, sehr viele Kommentare von Menschen, die das sehr sympathisch finden. Keine Ahnung, ich habe das irgendwann für mich festgestellt und viele haben gesagt, ey, du gehörst auf eine Bühne, du musst doch die Leute unterhalten, weil das ist ja auch meine Stärke. Ne? Ich bringe Menschen zusammen, wir unterhalten uns, ich habe Spaß, ich unterhalte den ganzen Raum. Und das mache ich jetzt halt einfach für ein größeres Publikum. Wollen wir loslegen? Laufen wir! Laufen wir! Laufen wir! Laufen wir! So gut, dann klatsch ich. Ja? So, wir drehen Fleisch um. Achtung! Zack! So, hier! Zack! Bisschen Knoblauch! Wenn du das machst oder den Job machst, den du liebst, der dein Hobby ist, dann musst du nie wieder arbeiten. Und für mich fühlt sich das alles gar nicht an wie Arbeiten. Das ist einfach das, was ich sowieso machen würde. Oh yeah. Ich habe da einfach unheimlich viel Spaß dran. Ich kann meinen Tag selbst gestalten. Ich habe die Möglichkeit, auch mit euch zu reisen. Guck mal, wenn wir zusammen Foodtouren drehen beispielsweise, ne, dann ist das ja so eine Sache, so habe ich ja früher meine Urlaube gemacht. Wir sind irgendwo hingefahren, haben uns durch die Gastro gefuttert und hatten Spaß. Boah. Genau das machen wir jetzt und haben noch die Kamera dabei. Das ist natürlich ein riesengroßes Privileg, was ich sehr zu schätzen weiß. Ja, wir haben eine Mission. Snacken. Ein weiterer Teil des Tages kann natürlich sein, abends mal auf irgendwelchen Veranstaltungen vorbeizuschauen. Relativ häufig sogar hier ist das Weingut Baltasares. Angeschlossen hier die Winebank im Rheingau und die Veritable Lounge. Da haben wir einen exklusiven Catering-Vertrag. Das heißt, wir sind relativ häufig hier. Und heute Abend ist hier eine Hochzeit mit einem kleinen Menü. Und die machen sie ein bisschen hübsch und sexy und dies und das. Und hier haben wir auch eine eigene Küche und sieht einfach schön aus. Ich will es euch zeigen. Komm. Hallo. Hallo, Chef. Ich bin da, wo es brennt. Da, wo es nötig ist. Ich kann da sehr schnell umschwenken. Grundsätzlich gilt immer Kochwerkstatt first. Jojo. Ja, ja, na klar, aber das ist halt... Ja. Wir Hauptgang gegen 8:30, relativ spät, das kann halt so passieren. Ne? Da stehst du hier, hast dein Zeug fertig und dann sagen die Gäste, wir wollen ein bisschen später. Das geht alles so lange gut, wie kein rosa Fleisch im Hauptgang ist. In 20 Minuten schicken wir Hauptgänge, ja? Oh. Ja, ja, auf die Menge ist es schon okay, haben wir rein. Und dann weiter. So, aufnehmen bitte. Dieses Caterer-Ding, das ist tatsächlich, das bin ich immer zu 100%. Und wir haben natürlich auch knapp 40 Mitarbeiter, ne? Da muss man auch mal so ein bisschen hingucken. Glücklicherweise auf allen Managerpositionen alle top, deswegen entlastet mich das sehr. Taya, ja. Es geht los. Wir machen weiter mit 4 Fleisch, 4 Fisch. Was für Fleisch? Ruhe, ja? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.
Chaya-Fleisch dann, ja? Ihr könnt anfangen aufzunehmen. Natürlich gab es auch Zeiten, wo nicht alles glatt gelaufen ist. Ne? Also ich war mindestens schon zweimal hart pleite im Leben. Aber das kommt einfach aus dem Unternehmertum. Ne? Also wenn man sich nicht traut zu investieren und wenn man sich nicht traut, Dinge zu tun, die andere nicht machen würden, kann man auch nicht scheitern. Und am Scheitern kannst du ja nur wachsen und kannst es dann beim nächsten Mal besser machen. Und wer sich darauf einlässt, der kann belohnt werden, wenn er Gas gibt. Mir wird relativ häufig bewusst, wie viele Menschen diese Videos anschauen. Ne? Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht angesprochen werde auf der Straße. High five, Baby. Geile Gerichte. Ja. Danke sehr. Könnte ich auflegen, oder? Klar, da machen wir Fotos. Wieso sind es eigentlich immer die Kerle, sag mal? Hey, ich kenn den. Du machst doch die ganze Foodfest, also Foodtouren durch Frankfurt. Guck mal, was für eine Hand. Mein Gott. Von allen Seiten kommen. Wer will denn zuerst jetzt? Du. Foto mit dir machen. Foto machen wir auch. Freunde, wir gucken immer deine Videos. Der beste Mann. Ich mag es aber, dann auch mal die Gesichter dazu zu sehen, hinter diesen Aufrufzahlen, ne? Hinter den Klicks, hinter den Kommentaren, den vielen, die wir kriegen. Und es ist total, es ist wirklich ein geiles Gefühl, dann so auch zu inspirieren. Weißt du, wie viele Menschen da reingeschrieben haben? Ich habe früher nie was gekocht, durch dich habe ich jetzt angefangen. Ich koche für meine Freunde, das macht mir voll Spaß. Und dann schicken die mir manchmal Bilder, wo die so mit ihrer Familie am Tisch sitzen und guck mal, heute gibt es wieder Berndessen. Und das ist natürlich schon stark, macht unheimlich viel Spaß. Ich weiß auch, mit meiner Verantwortung da umzugehen, letztendlich, wenn du da Empfehlungen aussprichst und so. Aber ich weiß auch, dass die Leute mir vertrauen, das ist Verantwortung. Da bin ich mir bewusst. Also essen wir Döner zusammen jetzt, ja? Ja, ja. Ich bezahle. Oh, shit. Du, holst jetzt erstmal zwei Döner für euch, ja? Ich habe selten mit mehr Publikum Döner gegessen, aber es fühlt sich gut an. Guten Appetit, Jungs. Danke. Die Community ist wirklich krass. Also es hat eine Wiedererkennungsrate. Du kennst die Namen mittlerweile. Eckis zum Beispiel, der schreibt immer einen netten Kommentar. Da lache ich und freue mich jeden Tag drüber. Ne? Wir lesen halt auch alle Kommentare und wir beantworten sie auch. Auch wenn man sich nicht sieht, man hat trotzdem eine tiefe Verbindung irgendwie. Und die merken halt auch, ne? Bernchen, heute warst du ein bisschen müde, weißt du, morgen mal das. Vielleicht ein Foto mit dir machen? Klar, machen wir ein Foto. Du hast das Video geschafft. Ich werde jeden Tag auf der Straße erkannt jetzt mittlerweile. Insbesondere an Orten, wo viele Menschen sind. Aber dann machst du Fotos mit den Leuten. Ich habe noch nie Nein gesagt, ich freue mich da immer drüber. Also quatsch mich auf jeden Fall an, kommt, macht, tut. Das macht Spaß. Alles klar? The best cooking videos. I'm always watching them. Thank you very much. Ich freue mich ja über jedes Video, was von euch kommt. Da sitze ich zu Hause und dann hockst du auf die Couch, auf dem großen Fernseher, dann guckst du dir das an und denkst dir, ey krass, was wir da gemacht haben. Ja, ist ja unverständlich, dass man Deliziös noch nicht abonniert hat. Ja? Also wirklich unverständlich, weil hier unten ist ja die Abo-Box. Da kannst du einfach draufklicken, das kostet ja nichts und schmeckt gut. Ja, also das weiß man ja einfach auch. Und vor allem, ey, das, was wir da raushauen, an kostenlosem Content für die Menschen, ne? Das ist ja mindestens ein Abo wert. Also mindestens, wenn nicht sogar einen Daumen nach oben und einen Kommentar.